will dieses Video nicht machen. Ich will nicht drüber sprechen. Aber wir müssen drüber sprechen. Mehr denn je. Ella hat sich am 14. September dazu entschlossen, aus dem Leben zu gehen. Und ihr Suizid wurde medial ziemlich stark verhandelt. Obwohl das so unüblich ist sonst für Suizide. Aus vor allem zwei Gründen. Zum einen, weil sie eine Transfrau war. Und zum anderen, weil sie ihren Suizid medienwirksam gestaltet hat. Als solchen lese ich ihn als politischen Suizid, ohne Ella da jetzt instrumentalisieren zu wollen, aber einfach in der Art, wie das geschehen ist, lese ich das so. Ella wurde 40 Jahre alt und die mediale Auseinandersetzung mit ihrem Tod war teilweise sehr korrekt und teilweise, wie das so oft geschieht, wenn Transpersonen sterben, unfassbar pietätslos. Als ich vor ein paar Monaten von ihrem Tod gehört habe, hat mich das sehr, sehr mitgenommen. Und vor ein paar Tagen habe ich ein Video gesehen, in dem sie interviewt wird. Ich blende euch da ein paar Szenen ein und verlinke euch das ganze Video mal in der Infobox. Aber dieses Interview hat mir so den Stecker gezogen, einfach weil so deutlich wurde, wie wichtig Ella eben auch für unsere Trans-Community ist und war. Und was für eine unfassbar starke, liebevolle, offene Frau sie war und wie sehr wir einfach mit ihr verloren haben, wie sehr ich darum getrauert habe, dass ich Ella nicht kennenlernen durfte. Ella wird von ihren Freundinnen beschrieben als ja, einfach super herzenswarm und super, super engagiert und es ist schwer, über diesen Tod zu sprechen. Ella ist aus dem Iran nach Deutschland geflohen, um einer iranischen Transfeindlichkeit zu entgehen, die also einfach nicht vergleichbar ist mit der Transfeindlichkeit, die es auch in Deutschland gibt. Und umso heftiger, ich will das Wort tragisch nicht benutzen, aber umso heftiger einfach, dass sie auch in Deutschland keine Ruhe gefunden hat und für sich da keinen anderen Weg sehen konnte. Das hat mich sehr, sehr berührt. Ich denke so viel an dieses Interview und wie ich sie darin gesehen habe. Und das bricht mir das Herz. Wir trauern um Ella. Am 22. Februar wurden in den USA Jeffrey J.J. Brights, ein 16-jähriger Transjunge sowie Jasmine Kennedy, eine 22-jährige non-binäre Person, ermordet. Die beiden Geschwister haben sich in der lokalen LGBTQA+-Jugendgruppe engagiert und wurden einfach als ganz wichtige Mitglieder in dieser Community wahrgenommen. JJ vor allem mit seinem Humor und dem breitesten Grinsen, das ihr euch vorstellen könnt, und Jasmine als eine Person, die das Tanzen geliebt hat und eher zurückhaltend und schüchtern war und unglaublich liebevoll und einfach so caring. Wir erinnern uns an Jasmine und JJ. Poe Black war 21, als er im Mai dieses Jahres ermordet wurde. Als Aktivist hat er sich engagiert für die Rechte von schwarzen und indigenen Personen und für die Rechte von Personen, die disabilisiert werden. Seine Identitäten balancierten auf den Begriffen transmännlich, non-binary, two-spirit. Und außerhalb seines Aktivismus hat er sich super viel mit Kunst auseinandergesetzt und Kunst produziert. Wir gedenken heute und erinnern uns an Poe Black. Einige von euch wissen schon, dass ich mit einem Trans-Elternteil aufgewachsen bin. Eine meiner Mütter war eine Transfrau und Conny wurde gerade mal 49 Jahre alt. Sie wurde, wie das vielen Transpersonen passiert, von ihren Eltern unter falschem Namen beerdigt. Und das ist so ein Gewaltakt, das ist so übergriffig und krass, diese Gewalt noch über ihren Tod hinaus zu erleben, dass es mir den Atem verschlägt. Ich hätte Conny gerne so viel gefragt, wie es war, als Transfrau in der DDR zu leben, wie ihr eigenes Coming-out so war, wie sie dieses Leben gestalten konnte in einer Kleinstadt, irgendwo im,
im Osten Deutschlands, weil ich davon ausgehen muss, dass es dort keine Transportgruppen gab und ich einfach sehr, sehr viel darüber nachdenke, inwiefern sie unterstützt wurde oder eben auch nicht und wie viel ihr Tod damit zu tun hat. Ich hätte sie, als ich selbst zu meinem inneren Coming Out kam, gerne so viel gefragt und hätte sie so sehr gebraucht als Support, um zu wissen, dass es so etwas gibt wie eine Transfreude, dass wir glückliche Leben haben können als Transperson, dass wir überleben können. Und insofern erschüttert mich die Art, wie sie gestorben ist. Ich werde nicht ins Detail gehen und werde dich auch bitten, dass sie einfach in den Kommentaren gerade zu diesem Fall nichts sagt, einfach weil ich gerade dazu nicht bereit bin, über Conny zu sprechen. Ich bitte euch darum, nicht zu fragen, wieso denn ein Elternteil und ein Kind beide trans sein können, weil das Cis-Personen auch nicht gefragt werden. Und bitte euch einfach zu respektieren, dass ich heute gerne einfach um Conny trauern möchte und mich an sie erinnern möchte. Ist die Zahl der Morde, das sind die Zahlen, die gezählt wurden. Ich konnte nicht herausfinden, wie viele Suizide es an diesem Thema gab, nochmal gestiegen um 7%. Es gab mindestens 375 Morde an Transpersonen weltweit. Die Zahl der Morde an Transpersonen in den USA hat sich sogar verdoppelt. Und das ist schwer zu verarbeiten. Unter der Pandemie hat sich die Situation nochmal verschärft. Was für uns alle gerade ätzend ist und zermürbend ohne Ende, kann für Transpersonen und andere marginalisierte Personen katastrophal sein, weil wir einfach unsere Communities brauchen. Und nur um hier keine Missverständnisse zu erzeugen, ich bin Team Zero Covid. Und trotzdem weiß ich, dass wir eben diesen Austausch, dieses gegenseitige Stützen als marginalisierte Personen ganz, ganz dringend brauchen und dass es einen Effekt hat, wenn sich diese Räume schließen. Wir brauchen sichere Räume, wir brauchen Räume, in denen wir tägliche Gewalt in verschiedenen Formen miteinander teilen können, uns gegenseitig auffangen können, in denen wir Ressourcen tauschen können und einfach für uns da sein können. Ihr habt garantiert schon mal gelesen, dass unter der Pandemie die Zahl der häuslichen Gewalt nochmal gestiegen ist. Und davon sind Transpersonen natürlich nicht ausgeschlossen. Nur ist es so, dass es immer noch häufiger vorkommt, dass Transfrauen, die dringend Schutz brauchen in solchen Situationen, nicht aufgenommen werden in Frauenhäusern oder nicht aufgenommen werden in Unterkünften, in Notunterkünften. Und das ist eine Katastrophe. Das hat Effekte. Wenn wir von diesen Toten nur als tragische Einzelfälle sprechen, dann reproduzieren wir und bedienen wir ein Narrativ, das uns jegliche Verantwortung dafür entbindet. Das ist furchtbar einfach und das ist absolut inakzeptabel. Gesellschaftlich, gesamtgesellschaftlich haben wir eine Verantwortung dafür zu tragen, wie transfeindliche Strukturen in unserer Gesellschaft wirken und wie sie eben zu diesen krassen Gewaltakten dann führen am Ende. Das ist völlig inakzeptabel. Diese Verarbeitung und die Kämpfe für Gerechtigkeit, Transgerechtigkeit allein auf den Schultern von Betroffenen zu lassen. Ich verlinke euch in der Infobox nochmal ein Video, das ich vor ein paar Monaten, 2 Jahren vielleicht gemacht habe, dazu, wie ihr als Cis-Personen, Trans-Personen gut unterstützen könnt. Schaut da unbedingt mal rein. Ich verlinke es euch, wie gesagt, unten. Aber es ist also völlig inakzeptabel, sich da einfach zurückzulehnen. Wenn ich von diesen Toten spreche, dann meine ich die Morde, die geschehen sind und auch die Suizide, die geschehen mussten. Zum Beispiel, weil eine Transfeindlichkeit im Alltag einfach nicht mehr getragen werden konnte oder weil die Unterstützung durch eine Herkunftsfamilie gefehlt hat. All das. Oder weil eine Transition so aufwendig, so nervenaufreibend, so mental gefährlich sein kann, dass es nicht mehr weitergehen kann. All das. Das Gatekeeping in der Transition einen massiven Effekt auf unsere mentale Gesundheit hat. Und dass diese Gesetze, wie wir in eine Transition gehen können oder die Leitlinien von Krankenkassen geschrieben werden von Cis-Personen, all das. Ich meine aber auch die Tode, die viel zu früh geschehen, weil es
institutionelle und strukturelle Gewalt gibt und Lücken in der Gesundheitsversorgung für Transpersonen zum Beispiel, dass es Ärztinnen gibt und Therapeutinnen gibt und Krankenhäuser gibt, die nicht transsensibel sind und die dazu beitragen, dass Transpersonen früher sterben, in der gesundheitlichen Versorgung zum Beispiel. Ich spreche davon, dass Knäste für Transpersonen nicht sicher sind oder dass wir historisch und im Alltag leider gelernt haben, dass wir uns auf eine Polizei nicht verlassen können. All das spielt in die Zahl unserer Gesamttoten mit hinein und ist nicht akzeptabel. Als Transperson kämpfen wir auch für das Recht, einfach überleben zu dürfen. Und das ist so unfassbar zynisch und arg und perfide, dass hinter diesen ganzen, jedenfalls gemeldeten 375 Morden, die eigentliche Zahl dürfte höher sein, genauso wie es einfach schwer zu stimmen ist, wie viele Suizide es jetzt gab in diesem Jahr, die etwas damit zu tun haben, dass eine Transfeindlichkeit nicht weitergehalten werden konnte. Dass da in einer Gesellschaft steht, die einfach die Fresse hält und die nicht hinschaut, nicht hinschauen muss, sich das leisten kann, die ihren Teil der Verantwortung nicht mit übernimmt, wenn es um Transfeindlichkeit geht, die immer noch sagt, dass Transfeindlichkeit doch überhaupt kein Thema mehr sei, dass wir als Gesellschaft schon so weit seien und dass wir als Transpersonen nur nicht so rumheulen sollten oder uns zum Opfer machen sollten. Das ist so, so zynisch. Und ah, das ist der Punkt, der mich, glaube ich, am meisten mitnimmt. Ja. Das ist eine Gesellschaft, die schweigt, wenn eben insbesondere Transfrauen Transfeindlichkeit erleben. In dem Fall nennt sich das Transmisogynie. Und wenn das eben insbesondere migrantische Transfrauen sind und insbesondere Transfrauen of Color, die verschiedene Formen von Gewalt erleben, verbale Gewalt, sexualisierte Gewalt, körperliche Gewalt. Und eine Gesellschaft, die darüber schweigt, eine Gesellschaft, die teilweise versucht, Räume zu schließen, in denen sich Transkinder und Transjugendliche einfach mal ergebnisoffen erkundigen können, informieren können, ja auch das, und selbst entdecken können in ihrer eigenen Geschlechtsidentität. Ja, das alles. Wie gesagt, im Videotext, ich glaube, ich bin gerade in den 90ern hängen geblieben, in der Infobox findet ihr ein Video, wie ihr Transpersonen unterstützen könnt und auch sonst noch ganz viele Videos zum Thema Trans und Non-Binary. Schaut da mal rein, nutzt diese Chance. Ich habe Sorge, dass dieses Video insbesondere für meine Transgeschwister so da draußen entmutigend sein könnte. Und das ist das Letzte, was ich will. Ich will einfach nur die Strukturen dahinter aufzeigen und mit euch gemeinsam gegen Transfeindlichkeit kämpfen und euch so gut empowern, wie ich kann. Also hoffe ich sehr, dass wir uns gegenseitig unterstützen können gerade und vor allem füreinander da sind. Das vor allem. Und dass wir diese krasse Gewalt nutzen können und daraus was machen können, das ja, eine Schlagkraft entwickelt gegen Transfeindlichkeit. Und ich will dieses Video einfach nutzen, um Cis-Personen zu zeigen, dass das alles noch nicht vorbei ist. Lange noch nicht vorbei ist. Ja. Ich schwöre, das nächste Video wird deutlich, deutlich heller. Auf jeden Fall. Ich werde wahrscheinlich über Filme sprechen. Ich muss mal schauen, wie ich so alles plane. Aber es könnte sein, dass sehr bald ein neues Video kommt und ja, das ein bisschen leichter, sehr viel leichter werden wird auf jeden Fall. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn ihr dabei seid. Ich freue mich, wenn ihr nochmal in die Infobox schaut und hoffe, dass ihr gerade jetzt besonders auf euch aufpasst und aufeinander aufpasst. Wir sehen uns bald wieder. Let's go. Stop the